Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier im Luna-Projekt. Ja, wir sind hier fleißig mit unserer neuesten Errungenschaft unterwegs. Und zwar unserer Kartoffellegemaschine, die ich jetzt gerade das fünfte Mal auffülle. Ihr seht es oben, wir sind bei 61%. Ebenfalls oben seht ihr, dass wir eine ganze Menge neuen dazu bekommen haben. So, wir schmeißen ihn hier wieder auf die 24. Curse Play übergeben und letzter Wegpunkt, das passt. Ja, eine Aufladung kostet uns knappe 5.800 Euro. Ja, da müssen wir so weit mit klarkommen. Aber wir kriegen auch hier über 60.000 dafür. Haben aber jetzt ja schon weit über 25.000 ausgegeben. Ja, da ist so eine Kartoffelmission mit Sicherheit hübscher, wenn man Kartoffeln hätte. Sind wahrscheinlich günstiger als Saatgut, aber naja, das heißt drum. So, dann haben wir unseren Case hier auf Feld 4 am Düngen. Ich sehe es gerade nicht. Ja, 20%. So, dann ist hier auf 25 eine erneute Silageballenmission. Da ist er schon fleißig zugange. Fällt auch gerade, dann gib mir, wo ist meine Maus? Ja. Du kannst hier erstmal stoppen. Ja, dann haben wir zwei oder drei Seemissionen, ich weiß es nicht. Alles Raps. Drei. Das wird wieder sportlich. Ne, zwei Raps-Missionen wird sportlich. Ich habe ihn jetzt auf 18 starten lassen. Das muss diesen Monat in den Boden. Ja gut, wir haben es. Ach, ich habe hier schon wieder den Tempomaten vom Autodrive einfahren noch drin. So wird es ein bisschen schneller vorangehen. Ja, was haben wir ansonsten? Wir gucken mal einmal rein. Also ich habe die Ballenmission auf 25. Wir haben 1, 2, 3, 4 Düngemissionen. Zweimal Raps ansehen und die Kartoffelmission, die wir ja schon aus der... Haben wir sie in der letzten Folge gestartet? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Angenommen, ja, gestartet, weiß ich. Ja, wenn man dann hier nochmal reinguckt, 62.000, 72.000, mit das mal zusammenrechnen, 72, 76, 96.000, 100.000, 120.000, 130.000, 150.000. 170.000 und den nochmal abrunden. 181.000 Euro, die wir gerade aktiv haben. Sonst gibt es gerade aktuell nichts, aber ist ja nicht so, dass hier gerade Langeweile aufkommt. Ja, ich habe das mit dem Pent und der Kartoffellegemaschine halt immer so gemacht, dass ich über, wenn sie leer war, über AD gesagt habe, fahr hoch Saatgut. Dann habe ich ihn da, wie wir gerade gemeinsam gesehen haben, ihn auffüllen lassen und habe dann gesagt, war wieder zu Feld 24, übergib an Curseplay. Curseplay habe ich gesagt, letzter Punkt oder Wegpunkt. Das hat bislang reibungslos funktioniert. So, den größten Fortschritt sehen wir auf Feld 4, 66%. Aber noch einmal um Pudding, deswegen können wir noch mal weiterklicken hier. Ja,
Bist du denn schon bei 68%, wenn du jetzt gerade mal auf der zweiten Bahn bist? Ja, ansonsten bleibt genau noch zu sagen, ich hatte noch eine Mission, die ich versehentlich, ich habe die falsche Taste geklickt, die ich versehentlich abgegeben habe. Bin mir halt nur nicht mehr sicher, was genau es war. Ich glaube, es war die Spritzmission. Da haben wir, ich musste ja. Die Spritzmaschine, mir fällt da nichts Besseres ein. Ich musste sie einmal zwischendurch auffüllen. Und wir haben dann nach Abzug Mietfahrzeuge und Gutschreibung der übrig gebliebenen Herbizide haben wir 19.587 Euro für die Mission bekommen. Dadurch, dass ich mich, wie gesagt, verklickt habe, ich wollte eigentlich ein Thumbnail davon machen, um es euch zu zeigen, aber dabei, habe ich versehentlich auf Abgeben geklickt. Aber dann sind die knapp 20.000 Euro wahrscheinlich auch nachvollziehbar. Ja, ansonsten sollte jetzt definitiv die Kartoffellegemaschine, ist uns dann nochmal dazwischen gegrätscht, aber sollte jetzt definitiv die Gras- und Mähtechnik unser nächstes Ziel sein. Ich hatte mir ja mal rausnotiert, dass uns das etwa 460.000 kostet. Das heißt so 560.000, 600.000 Kontostand. Dann werden wir da zuschlagen. Da macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn, einzelne Geräte vorher schon zu kaufen, weil was soll ich damit? Ich habe, egal ob Heu oder Silage, ich habe mehrere Fahrzeuge, die ich benötige. Und was soll ich davon schon eins auf dem Hof rumstehen haben? Was mich auch Betriebskosten kostet und ich muss mir sowieso die Fahrzeuge leihen. Ach, das machen wir jetzt gemeinsam einmal fertig hier. Bist gleich auf dem Vorgelände, glaube ich. Du bist Feld 18 bei. Wo bist du? 45%. Okay, das ist gut. Auch wieder zugange, das ist sehr schön. Da hat also an Cursplay übergeben hervorragend funktioniert. Wir gucken mal einmal rein, ob auch letzter Wegpunkt funktioniert hat. Ich sehe hier keine große Abweichung. Ja, ansonsten Feld 23 Baumwolle wird nicht passieren. Kriegen wir auch ja nicht verkauft. Aber der wird sich schon zu helfen wissen. Ja, was sagt Cursplay hier? 25 Minuten, also in dieser Folge es nicht schaffen, aber in der nächsten Folge werden wir diese Mission dann auch zum Abschluss bringen können. 95% hat er noch. Reparatur, Kraftstoff, alles super. Jetzt kommt wieder der Punkt, der eigentlich nicht funktioniert, aber dann irgendwie doch funktioniert. Vorgewinde geht jetzt über ins zweite.
erste Bahn, alles klar. Ja, aber hier scheint es wirklich ja darauf hinauszulaufen, dass wir wirklich die Hälfte von dem, was wir diese Mission bekommen, tatsächlich für das Saatgut ausgeben müssen. Nee. Ist dann ja nicht so das lukrativste. Auf der anderen Seite 62.000 sind 31.000 plus. Wenn wir uns die anderen Missionen hier mal angucken, wo bekomme ich denn hier 30.000? Ja, also von daher denke ich mal, das passt schon. Ja, aber du bist immer noch bei 84%, das ist okay. Hi, habe ich mir gedacht. Wo hättest du hingewillt? Ich sehe nichts. Das kann ich. Kleine Kinderkrankheiten, wir haben sie ja nicht auf allen Feldern. Ich denke, da kommt er ganz gut mit klar. 17% hast du hier verbraucht. Wahrscheinlich getrost aufs nächste Feld schicken. Ja, guck mal einer, letztes Vorgewende. Dann können wir die Presse auch gleich starten. Dann würde ich sagen, kannst du dir den Kurs hier schon mal reinschustern. Aufklappen muss ich nichts, okay. Gut sein. Dann haben wir. Hier ist erledigt. Wir haben noch 14, 19, 23. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind auf der 4. 14, 19, 23. Sieht jemand die 9? Oder was die 19? 19. Ich sage, fahren wir jetzt 23, 24, 19. Düngen, düngen oder kalken. Jetzt kommt das gleiche raus. Danke. Ja, apropos kalken. Mir ist aufgefallen, ich habe einen Mod rausgeschmissen. Dachte ich, ich hätte nur den kleinen Anhängestreuer, also nicht den Wagen, sondern das Anbaugerät als Mod runtergeschmissen, aber
damit leider auch unseren Kalkanhänger mit seiner vollen Ladung egalisiert. Gut. Wir schauen mal. Wenn es eine Kalkmission gibt und wir sind noch nicht in der Lage, diesen Kollegen, so wie wir ihn hier gerade fahren, ein zweites Mal für Kalk zu kaufen, dann hole ich uns den Anhänger einschließlich der war ja voll gefüllt, zurück und schreibe uns das Geld gut. Sollte dem nicht so sein, dann jetzt habe ich den Faden verloren. ja, wir müssen mal gucken. Wenn eine Kaltmission reinkommt, Kontostand achten. Ich meine, das Einfachste wäre, das war ja jetzt kein interner Fehler, wenn man so will. So, dann mach du mal erster Wegpunkt. Was hast du an? Groß hast du geladen. Schick. Kann das hier weitergehen? So, Feld 18 bist du bei 79%. Ja, dann sollten wir die beiden Missionen ja wohl hinbekommen. Du bist bei 24. Ist die 24? Ganz oben. 72%. Und du hast noch 56 Ladung. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Feld 4 können wir schon mal abgeben. 18.751 nehmen wir gerne. So, was sagst du hier jetzt noch? 17 Minuten. Und du? 4 Minuten. Oder 5. Das passt ja mal gerade nicht mehr so in die Folge, ne? So, du bist jetzt gleich am Feld 23 angekommen. Können wir uns hier noch mal einmal anschauen, wie an Curseplay übergeben funktioniert. So, Klingeling und dann arbeiten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das sieht ja auch schon nach der oder nach dem vorletzten Vorgewende aus. 43% hat er noch. Wäre natürlich nice, wenn wir ihn nicht nochmal auffüllen müssten. Aber ja, nachdem wir in den letzten Folgen fast pausenlos den Cereon im Einsatz hatten, die Fans im Stall standen, ist jetzt in dieser Folge mal genau umgekehrt. Beide Fans in Action und der Cereon macht Pause.
Ja, wie gesagt, hier ist es noch eine knappe Viertelstunde. Er braucht noch eine Minute 50. Aber ich würde trotzdem sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.